Ja, hoi Silja, freut mich hier zu sein. Mein Name ist Saskia. Ich leite das Nachhaltigkeitsteam von der Swisscom seit ungefähr 3 Jahren, ein bisschen mehr. Ich möchte heute mehr über Elektromobilität, respektive über einen Nachhaltigkeitsaspekt von Elektromobilität erfahren. Seit wann leitet Swisscom ihren Fokus auf Elektromobilität? Also Swisscom arbeitet im Bereich Nachhaltigkeit seit bereits über 25 Jahren. Und das Thema Mobilität ist natürlich ein Thema, das sehr früh bereits gekommen ist. Am Anfang mit Effizienzsteigerung, Routenoptimierung. Als die ersten E-Autos gekommen sind, haben wir auch schon die ersten 1-2 Fahrzeuge in der Flotte genommen. Und in 2021, da haben wir, was wir First Mover genannt haben, den ersten Schritt gemacht mit der Bestellung von 100 Fahrzeuge, E-Fahrzeuge, wo wir auch daraus lernen wollten, um den nächsten Schritt zu machen. Wir sind momentan auch in einem E-Auto oder sind auch mit einem E-Auto unterwegs. Wieso ist jetzt das wirklich nachhaltiger, als wenn wir mit einem Verbrenner unterwegs sind? Ja, weißt du, es gibt verschiedene wirklich gute wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass E-Mobilität bezogen auf CO2-Emissionen um 50-70% weniger Emissionen über das Lebenszyklus haben als konventionelle Fahrzeuge. Und in der Tat ist, wenn ich sage, das gesamte Lebenszyklus, die ganze Herstellung bis zur Entsorgung der Batterie ist mit berücksichtigt in den Berechnungen. Und jetzt noch spannend zu wissen wäre, wie geht jetzt Swisscom bei der Umstellung auf Elektromobilität vor? Was sind so die Next Steps? Ja, wir haben eben mit diesen 100 angefangen. Und am 5. Februar haben wir das Announcement gemacht, dass wir jetzt über 1200 Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, jetzt bestellt haben. Das ist eine enorme Menge, es wird auch eine Herausforderung sein. Und deshalb werden wir diese Fahrzeuge jetzt schrittweise etabliert in unsere Flotte integrieren, zu den Mitarbeitenden bringen, mit dem Ziel, dass wir in 2025 eben 50% der CO2-Emissionen aus der Mobilität, die wir haben, reduzieren können. Langfristig möchten wir ja dann die gesamte Flotte elektrisch haben, aber das ist jetzt das erste Ziel, das wir mit diesen 1240 Fahrzeugen erreichen werden. Ich glaube, jeder von uns kann extrem stolz sein auf diesen Schritt und dementsprechend möchte ich mich auch schon bedanken bei all unseren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auf Elektromobilität umsteigen dürfen, dass sie uns helfen, diese Chance zu packen, so ein nachhaltiges Unternehmen auch in Zukunft weiter zu sehen.